Well, the number of people here at the Central Railway Station in Lviv is absolutely incredible. There are hundreds coming here. Die Anzahl der Menschen am Hauptbahnhof von Lviv ist unglaublich. Hunderte kommen täglich aus allen betroffenen Landesteilen hier an. Aus Kiew, Charkiw, Mariupol, Cherson. Von überall dort, wo Bomben fallen und die russischen Truppen angreifen. Diese Menschen stehen Schlange, um die sogenannten Evakuierungszüge zu nehmen, die sie in die angrenzenden Länder bringen, vor allem nach Polen, zur polnischen Grenze, das in den vergangenen 10 Tagen tausende Flüchtlinge aufgenommen hat. Deren Anzahl wird wohl erstmal nicht kleiner werden. Außerdem ist Lviv eine Drehscheibe für Hilfslieferungen. In den vergangenen 2 Tagen kamen hier etwa 2500 Tonnen Hilfsgüter aus der ganzen Welt an. Diese werden in verschiedene Regionen weitergeleitet. Dann gibt es die Leute, die hier auf einen freien Platz in einem Zug warten und so lange bei Einwohnern unterkommen, die sie nicht kennen, die sich aber solidarisch zeigen. Oder sie leben umsonst in Hotels. Auch die Züge kosten nichts. Diese Stadt ist das Sinnbild von Solidarität. Die Ukrainerinnen und Ukrainer bilden eine Einheit, um sich den schrecklichen Ereignissen zu stellen, die sich derzeit in der Ukraine abspielen. Unglücklicherweise wird der Flüchtlingsstrom wohl erstmal nicht nachlassen. Barry Goria from Lviv for Euronews.